Servus Leute, heute ein Huge Vlog. Endlich mal mit den neuen Teilen, mit dem Rotor, Gabel. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt hören. Und heute gibt es eine Huge Session. Warum? Sprachfehler jetzt am Morgen. Jetzt erstmal perfekt. Kleine Sprünge, erstmal eine Runde einfahren. Let's go. Ach du Kacke. Oh, ja. Oh, shit. Nee, die Hand kann ich nicht, das ist komisch. Ach du Kacke. Ach du Kacke, was ist das denn? Junge! Was ist mit denen? Oh fuck. Oh. Junge, die Leine ist so scheiße. Ja, man muss dann hier einmal reintreten und dann geht das erst. Leute, mein Tire wird fertig zu machen. Ich muss halt für 60 endlich mal landen. Patrice, ich weiß, was du dir für dein Fully holen musst. Eine Industry 9 Hydra. Narbe. Wie viel? Kostet? Kostet 700 oder so. Ja, easy hol ich mir. Ja, ich meine. Der das Dreifache an Klicks wie deine jetzt. Ja, moin. Oh. Was? Was ist schon was für Hügel? Nö, wollte ich heute mal probieren. Ich hoffe auch meiner. Kann ich mir einen neuen kaufen. Ach du Scheiße. Essen. Let's go, wer fährt als erstes? Nee, ich mach wahrscheinlich irgendwas Dummes wieder deswegen. Zack, zack, zack. Ich will jetzt erstmal über den Dammel dann. Hinterher da! Ja, komm, ich will eigentlich einen Tag noch hinterher machen über den ersten Table. Ich fahr als allerletzter. Ja, aber dann halt Abstand. Ja, mach ich. Dann lass knacken. Knacken, knack, knack. Mann!
Ach du Kacke! Ach Mano! Hey! Was ist denn falsch mit mir? Ich bin von 1,50 Meter runtergefallen. Von einer 1,50 Meter Kante. War falsch, aber gut. Ich will den Tag mal hinter mir, ich mach nur die Einhand weg. Bin ich hier genauso kaputt, Digga. Ich fahr nochmal von oben. Mit einer Hand. Oh, meine Finger verkrampfen immer. Ich fahr zu wenig. Wir werden wahrscheinlich beim Tacken die Hände auseinander sein. Ist egal. Wie machst du die Hände auseinander, die Weiche? Das sind Tack-No-Hände. Das war ohne Greifen. Hä? Ja, das ist dann... Suicide. Suicide, genau. Suicide. Ja, dann musst du aber deinen Sattel klemmen, ne? Und ich glaube, das, ja, glaub, das geht bei den Sprüngen hier nicht. Das ist eher so ein Trick für Fullies und so, also Downhill. Gute Folgung für den Barspin eigentlich, aber... Naja, eigentlich soll man die auch Quickbike finden, haben auch die meisten in der Zeit. Ja, aber es ist halt eigentlich aber so... Aber gut, aber der Schwung ist doch nicht weit mehr. Beim Downhill hast du halt so lange Sprünge, da kannst du nachher ganz entspannt den machen, aber wenn du hier springst... Tja, so. Niki, Alter, dreh den mal hier oben. Ja, wer fährt jetzt? Super. Mann! War halt ein Abstand. 1,50 Abstand. Ja. Mann! Ja! Jawohl! Ich hab ihn nicht gesehen, haha. Aber Max hat ihn gesehen. Hast du ihn gesehen? Nee, war. Mann! Wow! Oh, Kacke! Was war das denn? Der. Ich glaube, er wollte Tire-Rap üben. Weißt du, dass du hier anfassen musst von Tire-Rap? Halt die Fresse! Halt die Fresse! Fresse halten! Kein Verwurf! Beim Fahren, Digga. Was? Na, er ist so ein Boy, der rennt die ganze Zeit mit Händen in der Tasche rum. Ich sehe schon wieder beim Fahrradfahren mit Händen in der Tasche. Und dann so, ich bin cool. So, meinst du hip? Woo! Mann! Ah. Ah. Oh oh. Aua. Mann.
Mano, 3 Grad und Fuß nicht absetzen. €4.000 für ein Airbag ist doch easy. Preis, 3 Meter hoch, 5 Meter breit, 8 Meter lang. Jungs, was ist los? Das geht doch voll. 4K. Wie groß? Amerika, aber. Wie groß? 3 Meter hoch, 5 Meter breit und 8 Meter lang. Hä, ja. So ähnlich wie der bei Lukas Bach. Mama, er muss mehr machen. BMX, Breakless, let's go. Ach du Kacke, Junge! Oh, scheiße. Junge. Alter. Ich fahr nicht durch. Let's go. Also mach einfach für Nase nicht mehr passen. Du bist motiviert oder was? Ja. Wenn das knacken. Scheiße. Du hörst ja, wie nah ich bin. Ich hab ja eine Narbe. Ja, scheiße. Mach mal kurz.